Achse und Kessel zugleich. Aus dem Harry Potter-Universum wird man sicherlich so den einen oder anderen Kessel kennen. Und für den gemeinen Zauberer zu Hause, lassen wir das mal hier schön liegen, so, der braucht natürlich auch, wenn er seinen Tee trinkt, muss das aus dem aus einem passenden Gefäß passieren. Da haben wir jetzt diesen Kessel. Ja, vorne haben wir das Logo drauf. Hinten haben wir noch eine Prägung, sodass man diesen Kessel-Effekt hat. Man hat auch die Füßchen dran, ja, zum Hinstellen. Ist auch wieder massiv. Was heißt massiv? So massiv, wie halt eine Tasse ist. Das Ganze ist nicht spülmaschinen- und mikrowellenfest. Dafür ist dann der Aufdruck, würde dann wahrscheinlich drunter leiden. Wer es reinpackt, kann es natürlich immer reinpacken, aber immer mit der Gefahr hin, könnte dann drunter leiden. Das ganze Gefäß fasst, sieht man das dann noch, wenn ich hier hinlege? So könnte, ne? Das ganze Gefäß fasst 450 Milliliter, also passt ein guter Schluck rein. Und ich finde, also erstmal als Tasse, schon mal einwandfrei. Man kann gut daraus trinken, man kann es, sieht gut aus. Aber durch Form und Größe, finde ich auch, macht es sich halt auch ganz gut als Kesseldeko für den geneigten Harry Potter-Fan. Ne? Ich kann es ja nochmal ein bisschen näher ran zeigen. So sieht das gute Stück aus. Ja, jetzt diese Beauty-Sachen hier und so, ne? Genau. Ich werde das natürlich auch, ich hab einen Wasserkocher mitgebracht, ne? Weil wir müssen auch sehen, ob die Funktion gegeben ist, dass man daraus wunderbar trinken kann. So, genau. Die Frage nämlich, muss man daraus kopfüber trinken? Jetzt tauscht der Wasserkocher. Ob das gut draus klappt? Ich würde behaupten, ja, weil hier ist zwar ein Rand dran, aber es geht. Ich glaube, ich warte mal, bis der Wasserkocher fertig ist. Das reicht, glaube ich, schon. Ich möchte ja nicht zu heiß. Dann kann man es ja wieder nicht trinken. So. Also, wir befüllen unsere wunderschönen Harry Potter Kesseltasse. Befüllen funktioniert schon mal. Soweit klappt das. Passend dazu habe ich einen kleinen Tee mitgebracht, damit man auch sehen kann, wie man daraus trinkt. Den packen wir uns da jetzt rein. Ich brauche noch ein bisschen, aber dann habe ich gleich nach dem... falsche Rechnung. Nach dem Stream ein bisschen was zu trinken. So. Den packe ich da jetzt rein. Ist natürlich jetzt noch heißes Wasser, aber für euch trinke ich das trotzdem. Also, wenn man jetzt ganz normal daraus trinkt... Nö, funktioniert einwandfrei. Also... Eher besser, weil die Kante, die jetzt hier vorsteht, ist ja abgeschrägt, sodass das Wasser wirklich rüberläuft und man sie halt eigentlich die Lippe dran anlegen kann. Also funktioniert gegebenenfalls sogar besser als eine normale Tasse, weil man ja nicht die harte Kante hat, wo das Wasser plätschert, sondern man kann es ein bisschen gemütlicher drauflegen. Von daher, großer Tee passt rein. Man kann ihn auch wirklich so als Kessel auf dem Tisch benutzen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Man sieht den, es dampft fröhlich vor sich hin. Also Haltekomfort ist gegeben, Funktionalität ist gegeben, Trinkkomfort ist gegeben, kriegt von mir einwandfrei Tassensegen. Mhm. Ja, funktioniert. Ist ein guter Teetassen-Trinkgefäß. Also der Harry Potter Zauberkesselbecher, ja, in Form schön schwarz, schöne Form, schöner Kessel. Macht sich sehr gut im Tassenschrank, macht sich auch sehr gut auf dem Zaubertisch, wenn man mal wieder einen Trank braut. Ist was Gutes. So. Habt ihr dazu noch Sachen, die euch bewegen und Fragen, die ihr dazu habt? Da steht der Kessel. Ist schon wieder alles so. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Wenn man was daneben stellen, was weiß ist, damit die Kamera nicht ganz so durchdreht. Du meinst den letzten Schluck wegen der Wölbung, dass der nicht rauskommt? Nee, das behaupte ich, nee, das dürfte gehen. Weil das gar nicht so doll gewölbt ist. Es sieht zwar ziemlich doll aus, aber es geht. Also, wenn du da an so ein... Ich meine, überleg mal, wenn du hier die Gläser hast, die oben zugehen, oder ein Weinglas, da kriegst du es ja auch raus. Also, geht.